Mit seiner Fähigkeit, im Kern Blut gefüllt an Umfang und Festigkeit zuzunehmen, lässt sich der Penis zwar durch einen bloßen Gedanken, eine Fantasie oder ähnliches heben, zugleich ist er aber das, über dessen Aufrichtung man keine Kontrolle hat. So steht besagtes Organ kulturell längstens in for and up for the man, wie Potts unübersetzbar formuliert, und kann in seinem Eigenleben zugleich Konflikte generieren. Gilt in den Worten Irigaray Reis als der Stärkste der, Zitat, der am stärksten spannt, der den längsten, den steifsten Penis hat, der am weitesten pisst, so, Zitat Ende, so trägt zugleich selbst eine bemerkenswerte Potenz wie die Jamies die Nichtbeherrschbarkeit als innere Gespaltenheit in sich. Die Exekutivorgane der Sexualität, wie Freud sie so schön nennt, entziehen sich der Aktausführung und der Protagonist kann wenig Zuneigung für das entwickeln, was das Soft baumelt und taumelt, insofern Weichheit für das männliche Ich anscheinend eben erniedrigend ist, ungeachtet jener Lüste, die, mit Potts gedacht, im Sinne vielfältiger Penile Styles, daher der Titel, auch mit einem schlaffen oder semi-irrigierten Geschlechtsteil verbunden sein könnten.